Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Zelda Minishcap mit der Kotelettschanze. Wir eiern hier so ein bisschen rum auf der Suche nach Büchern, machen allerlei Unsinn und der Typ hier hat ein Buch für uns. Ja, ich bin Hager, Bürgermeister dieser Stadt. Wie bitte? Alles über Masken? Das soll ich ausgeliehen haben? Kann sein, dass ich es ausgeliehen habe, aber vielleicht auch nicht. Du bist ein böser Mensch. Ich lebe hier und gebe von meinen Masken. Weil du so scheiße bist, mache ich dir die Masken einfach mal kaputt. So. Dann wurschteln wir uns jetzt nochmal nach da oben. Und dann sprechen wir mal mit demjenigen, der da drin ist. Hallo, ihr zwei Rabauken. Der Bürgermeister ging neulich mit einem Buch unter dem Arm zum Haus am See. Seht ihr mal, der Weg zum Haus am See ist jetzt wegen des Erdbebens gesperrt. Als er zurückkam, hatte er das Buch nicht mehr dabei. Wahrscheinlich hatte er es im Haus am See liegen lassen. Der Bürgermeister ist oft unachtsam. Du willst zum Haus am See gehen? Ich zeichne es für dich auf deiner Karte ein. Hier ist es, bitteschön. Das ist, meine ich, das Haus, wo wir vorhin schon mal drin waren. Hallo, was hast du zu sagen? Das Haus am See ist relativ weit weg. Ja, das finde ich auch. Deswegen werden wir auch hier uns gleich mal mit der Flöte dahin tun. So von hier quasi. Tralala, lalala. Wunderschön. Mal gucken, ob wir von hier aus ja, springen wir mal hier runter. Bin mir jetzt gar nicht so sicher, ob wir hier zum Haus gekommen sind. Nee. Scheiße. Damit hatte ich jetzt irgendwie gerechnet, beziehungsweise ich hatte es gehofft. Nein, wir erinnern uns, es war ja, ach nö, das war ja wohl ganz anders. Oh, und für die Kuh habe ich leider keine Fragmente dabei. Die arme Kuh muss warten. Und die Pfeile habe ich vergessen. Willst du Fragmente vereinen? Nein, willst du nicht. Hm. Dann eben nicht. Bäm, stirb, du kleines Elend. Und du auch. Und du auch, einfach so, weil du einen Stein nach mir geworfen hast. Da, 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 da. Ui, guck mal. Da haben wir ja schon wieder so einen goldenen Octorok. Komm her, du Octorok. Ja, mit dem Taler kann ich gerade voll gut gebrauchen. So, und hier geht's zu dem Haus am See, hoffe ich. Ich hoffe, das war hier unten und nicht, ich möchte, dass dieses Ding mich bitte in Ruhe lässt. Boah, natürlich war das falsch. So, dann hoffe ich mal, dass wir hier richtig sind. Ah, sieht gut aus. So, dann gucken wir erstmal hier rein. Ja, hier müssen wir uns als kleiner Minisch rummachen. Ihr wisst schon, hier dieses Nervige mit dem hier. Und ich glaube, hier ist auch irgendwas erschienen für uns, ne? Kann das sein? Guck mal, auf dem Hinweg verstecken sich die komischen kleinen Viecher und auf dem Rückweg nicht. Hm. In dem Haus gibt es was, oder hier? Ach, hier. Ein Glücksfragment. Haben wir ein Glück. Das war, glaube ich, von der Katze oder was weiß ich, von diesem Hund da. Nein! Das wollte ich nicht. Ah, wie ärgerlich. Total blöd. Oh, habe ja Glück gehabt gerade. Hab nicht hingeguckt. Hat ja gerade so gepasst. Wir müssen das natürlich von der Seite machen. Ja, wer hätte das gedacht? Whee!
dum 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 dum. So, jetzt müssen wir hier wieder um unser Leben kämpfen, fürchte ich. Ja, da kommen nämlich die alten Katschuben. Oh, Alter, das ist aber auch voll gemein, dass man die nicht staggern kann. Ich bin das so von Dark Souls gewohnt, dass wenn ich einen Mob ordentlich verdresche, dass der sich dann nicht mehr bewegen kann. Aber die fliegen trotzdem weiter in einen rein und machen einem hier Schaden. Alle super Masken, geil. So, Abkürzung. Tralala, lalala. Gott. Ja, ich möchte bitte gerne hierhin zurück. Ich frag mich gerade, wann man diese Schule da eigentlich kann. Hallo? Ah, da ist ja das Buch. Alles über Masken, lange überfällig. Der Bürgermeister ist ja so nachlässig. War es nicht sehr schwierig, das Buch zurückzubekommen? Ich bin dir wirklich sehr dankbar. Danke, Link. Ja, es war schwierig. Nun gut, du warst eine große Hilfe. Dank deiner Hilfe sind alle ausgeliehenen Bücher wieder da. Du verdienst wahrhaftig tosende Beifall. Jetzt können wir die Bücher im ersten Steck wieder ordentlich hinstellen. Vater Orko, würdest du dich bitte drum kümmern? Hier bin ich. Ist schon so gut wie erledigt. Alter, guckt euch den Typen an. Wahnsinn. Der ist ja richtig auf Zack, ist der. Vater Orko, der hat das richtig faustdick hinter den Ohren, sage ich euch. So, jetzt können wir hier nämlich nach ganz oben klettern. Na, hast du was zu melden? Ah, alles ist wieder da. Super. Wow, da gab es nochmal 50 Taschengeld. Ah, nochmal zurück. Ich will erst mit der Kleinen da drüben reden. Hallo. Schön, dass die Bücher alle wieder da sind. Ja, ist das nicht schön? Ich wollte eigentlich mit dir Fragmente vereinen, Baby, aber hatten sie keine Lust drauf. Das ist ja hier eine Tortur, raufzukommen. Meine Güte. Jetzt hier wieder runter. Hier ist das eine Ire oder was? Hallo. Besuch, eine seltene Ehre. Studius ist schon eine Weile weg und ich bin so einsam. Was führt dich zu mir? Der Tempel des Tropfens? Du willst also dort hineingehen? Gut, ein selten mutiger Mensch. Stell dich zum Kleeblatt dort hinten. Immer mit der Ruhe. Stell dich erstmal dorthin. Hohoho. Öffne dich, Wunderklappe. Nein, ich wollte noch Fragmente mit dem vereinen. Gleich dummerweise nochmal dahin, weil ich gesehen habe, ne, der hatte hier so ein Tüdel am Kopf. Ah, scheiße, kommt schon. Wie so ein Facehugger. Stirb! Oder auch nicht. Macht das immer ein bisschen misstrauisch, wenn man vor so einer Tür Feen und Herzen bekommt. Na, ob wir hier nicht gleich einen Kampf erleben, liebe Freunde, wir schauen uns das Ganze mal an. Natürlich. Ah, sind wir gut. Ah, ohne getroffen zu werden. Habt ihr das gesehen?
Geil! Und wir haben die Flossen gekriegt. Sauber. Ha, 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 ha. Boah, wo wir jetzt überall was finden können. Meine Güte. Holen wir uns erstmal das Herzteil. Oh, guckt euch das an. Das müssen wir uns auch merken. Für später. Das können wir uns nach dem Tempel des Tropfens holen, meine ich. Ach so, hier kommt man dann wieder zurück, verstehe. Ich möchte aber ganz gerne, falls es möglich ist, noch an das Herzteil kommen. Aber ich habe irgendwie die Vermutung, nicht von hier und nicht in diesem Leben. Nee. Schade. Schade Marmelade, dann müssen wir nämlich total den Umweg gehen. Aber was macht man nicht alles für so ein Herzteil, nicht wahr? Da, 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 da. Da. Du, 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 du. Also, mal überlegen. Nein. Eins nach dem anderen. Erstmal gehen wir zu dem Spacken zurück, der uns in das Loch getreten hat. So. Da unten ist der eine Minisch irgendwie verschwunden. Habt ihr das auch gesehen? Merkwürdig. Egal. Kann man sich hier fallen lassen? Nee. Ach, da bist du. Oh, du hast dieses wunderbare Werkzeug von Lexter bekommen. Ich beneide dich. Ich kann mich nicht so gut bewegen. Alles klar. Ah. So. Ja, komm her. Noch so ein Taler schmeißendes Vieh interessiert uns nicht. Nicht solange wir die Kohle nicht brauchen. Oh, und jetzt muss ich hier wieder zu Fuß zurück. Gibt's doch nicht. Und die ganzen Stellen, jetzt muss ich mich erstmal daran erinnern, wo wir überall Herzteile gesehen haben, wo man für schwimmen muss. Das waren ja doch schon einige, glaube ich. Also, ich weiß nicht, ob es immer nur Herzteile waren, aber auf jeden Fall waren es einige Stellen, wo wir jetzt hinkommen können. Das wird ja hier gefühlt noch den Rest der Folge in Anspruch nehmen. Wollen wir mal gucken. Vielleicht machen wir das dann aber auch später. So, erstmal kann ich den hier machen, ne? Sehr schön. Jetzt muss ich wieder hier nach ganz unten. Egal. Den Weg, den kennen wir jetzt mittlerweile auswendig. So, einmal hier hoch. Einmal hier raus. Einmal dadurch. Hey, Baby. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt ein Umweg war, ob ich da irgendwie auch anders hingekommen wäre. Aber interessiert nicht. Ach, scheiß die Wand an. Ich komme da ja gar nicht hoch. Oh, alles umsonst. Kann doch nicht wahr sein. Kann nicht wahr sein. Da müssen wir das irgendwie mit einer Feder oder so später machen. Oh, ob ich mich dann noch daran erinnere. Na, ich hoffe mal. Oh, diese Wege, ne? Aber ich bin mal so und ich schneide das nicht raus.
Wenn ich leiden muss hier, dann leidet ihr gefälligst mit mir. Ist ja kein Port-Game, ne? Nein, ist es nicht. So. Hup. Nehmen wir mit, den Taler. Ah, ist das nicht schön. Jetzt kann man hier einfach so rüber. Und wir... halt. Wir gehen jetzt erstmal nach Norden aus der Stadt und nach links. Weil ich glaube... Kannst du mal... Ja, Alter, geh weg. Ich glaube hier oben... Aber unabhängig davon, dass wir jetzt hier auch überall reingehen können, hier gab es irgendwas zum Schwimmen. Uiuiuiui, so einen noch. Ich weiß gar nicht, ob der schon offen war. Ich glaube nicht. Nee, da fehlt uns sogar noch einer. Das ist schade, aber hier da unten, ne, habt ihr gesehen? Genau sowas meine ich. Müssen wir mal gucken, ob wir hier... Ach, wow. Das war jetzt Zufall. Ob wir hier wieder genau wie in dem Link's Awakening... Ich habe schon 500 Taler, aber egal. Okay, 100 Muscheln. Ob wir hier wieder irgendwelche beschissenen Tauchherzteile haben. Aber ich, wahrscheinlich nicht. Da komme ich nicht weiter. Nee, ich meine, sowas gab es hier auch nicht. Und da unten, wie kam man denn da nochmal hin? Kann ich hier einfach so... Nee, kann ich nicht. Wie komme ich da hin? Von hier vielleicht? Jo. Ah, hier war ich aber schon mal. Jetzt kommen wir da nur wieder raus. Da fehlt uns noch der Schwertmeister. Hier fehlt uns noch ein Fragment zum Glücklichwerden. Und da kann ich nicht drunter durchtauchen. Okay, dann ist das hier quasi nur unser Rückweg. Für dumme Kinder, die da in das Loch springen, so wie ich. Na gut, hören wir mal auf hier rumzueiern und machen mal Fibili-Tralala. Ja, bitte. Gucken wir mal, ob wir hier jetzt irgendwie... Ne? Hast du Alexa getroffen? Und war ja im Prinzip getroffen? Ich wusste es, ich bin unschlagbar. Jo, bist du? Jetzt muss ich nur mal gucken, wie wir hier weiterkommen. Ich nehme hier einfach mal, was ist hier, den Zauberstab. Wie kommt man nach da unten? Ich will mir diesen Weg da öffnen. Halt. Erstmal hier oben gucken. Bevor wir jetzt hier lustig losschwimmen können. Ach, da wollte ich ja mal tauchen gehen. Ah, ha, 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 ha. Ah, ich wusste es. Da fehlt uns offensichtlich die Feder. Ich glaube, die kriegt man nach dem nächsten Dungeon. Da oben kann man reinschwimmen. Okay. Okay. Das machen wir mal. Ja, es ist auch nicht zu tief. Ich hatte jetzt irgendwie die Befürchtung, dass es zu tief... Ey, wer wohnt denn hier? Kommst du denn hier weg? Hast du auch, Das mit den Bohnen, ne? Das ist auch so eine Sache. Ich weiß nicht, ob uns da noch irgendwas für fehlt. So, was weiß ich, irgend so ein Wunderwasser oder so. Ach so ging das. Okay. Frage ist, wo ist das?
kommt man denn da hin? Okay, also das hat auf jeden Fall schon mal die Frage beantwortet, ob wir diese Bohnen irgendwie gießen müssen. Nee, müssen wir nicht. Scheiße. Das kann doch nicht wahr sein. Was habe ich denn hiervon? Außer, dass mich das jetzt schon total nervt. Nein, das kann doch nicht wahr sein. Kann doch nicht wahr sein, sprach der kleine Link. So, hier geht's noch weiter. Ich dachte gerade, was soll das denn jetzt hier? Ist nicht euer Ernst. Der ganze Trubel hier wegen einem so einem roten Stück Fragment. Okay. Einfach akzeptieren und weitermachen. Wir mal, ob wir hier noch irgendwas machen können als kleiner Mann, aber ich glaube nicht. Hier fehlt uns noch so ein Fragment, tralala. Oh, Herzteil als großer. Auch das werden wir uns natürlich sofort unter den Nagel reißen. Geil, nur noch eines. So, jetzt die größte aller Fragen. Ach, ich glaube, ich habe mir meine Frage gerade selbst beantwortet. Nämlich, wie man da unten hinkommt. Was war denn das hier nochmal? Hallo? Ja, natürlich trainiere ich bei dir, du Lump. Weniger als ein Herz. Meine Zigarette ist ausgegangen. Schwinge dein Schwert mit letzter Kraft und es ist vollbracht. Hast du das verstanden? Natürlich habe ich das verstanden. Wenn er mich hier gleich mit weniger als einem Herz rausschickt, ist aber was los. Okay, er macht mich wieder voll. Und seht ihr das da oben? Wir haben unsere nächste Herzreihe angefangen. Ist das nicht geil? Ich finde das richtig geil. Und ich fände es auch total geil, wenn wir hier mal... Ah! So kommt man das dahin. Wenn wir hier mal irgendwie weiterkommen würden. So im Sinne von... Progress. Ich weiß gar nicht mehr, wie man da runterkommt. Irgendwo konnte man hier schwimmen. Wo war das bloß? Was mache ich denn da? Ich wusste gar nicht, dass man ein bisschen hochheben kann. Ist ja witzig. Ja, da... Oh, ja, nehme ich auch mit. Ich möchte gerne dahin. Wie kommt man denn da hin? Versuchen wir uns mal hier durchzugraben. Nee, das ist doch... Das ist wieder falsch hier, ne? Nee, ist richtig hier. Aber ich habe das Gefühl, wir gehen hier im Kreis. Sind wir hier nicht gerade hergekommen? Hier waren wir doch gerade.
Ach, da unten ist auch noch so ein Loch. Oh, kann doch nicht wahr sein. Das habe ich davor nicht gesehen. Ich wollte gerade von der anderen Seite hierher. Total albern. So, große Frage. Haben wir davon was? Oh Gott! Oh, oh Gott! Das ist doch schon wieder so ein... Alter, ist nicht euer Ernst. Ist euer Ernst. Ey, wehe, da ist wieder nur so ein Fragment drin. Das, oh, da ist bestimmt wieder nur ein Fragment drin. Aber egal. Halt, will ich haben. Danke. Alter, warum hat denn der so beschleunigt auf einmal? Habt ihr das gesehen? Ey, der ist von 0 auf 100 da total losgerannt. Meine Güte. Boah, das muss man echt super vorsichtig machen hier. Natürlich. Ich hoffe einfach nur mal, dass sie so selten sind, dass man diese Strapazen hier auf sich nehmen muss. Kann mich nicht mehr so wirklich an den nächsten Dungeon erinnern. Ich glaube, der war auch so eisig. Ich hoffe einfach nur, dass es da nicht ganz so nervig ist wie hier. Boah, das haben wir ja schön gemacht. So. Der Weg ist versperrt. Aber... wenn ich mal ehrlich bin, das war auch immer noch nicht das, was ich eigentlich vorhatte zu finden. Aber verdammte Axt, die Zeit ist um. Ich gucke jetzt nochmal ganz schnell mit euch gemeinsam, ob wir von hier unten aus möglicherweise schneller dahin kommen. Da nicht, da gab es nur ein Herz damals. Ich bin hier ein bisschen zu tief. Ich weiß auch gerade gar nicht so genau, wo ich hin will, aber ich glaube hier unten und dann nach rechts. Ja, das sieht gut aus. So, schauen wir jetzt mal. Jetzt können wir ja schwimmen. Hier wollte ich eigentlich mal irgendwie durch. Problem ist, ich kann mich hier noch nicht klein machen. Ach, hier wäre auch so ein Mal gewesen. Na, egal. Machen wir uns an der Stelle mal Lütt. Gucken wir nochmal ganz schnell, ob er irgendwas hat. Nein. Wir haben doch hier so eine Kiste oder irgendwas. Ah, nee, jetzt müssen wir hier noch einmal durch. Ah, irgendwas ist immer. Aber ich glaube, hier gab es auch noch ein Herzteil. Das will ich die Aufnahme unbedingt noch machen. Sonst vergesse ich das. Oder wir müssen uns das erst noch freispielen sozusagen. Vielleicht war es aber auch weiter hier oben. Ah, das hätten wir uns schon längst mal holen können. Okay, macht nichts. Jetzt gucken wir mal, ob es hier noch irgendwas gibt. Aber wahrscheinlich nicht. Wer wohnt denn hier so abseits? Erstaunlich, dass du das hier gefunden hast. Ich bekomme fast nie Besuch. Ja, aber Fragmenteverein ist auch nicht. Jetzt fragt man sich natürlich, wozu das Ganze. Aber wir haben es gefunden. Was sagt der Tacho? Ich überziehe. Egal.
gehe jetzt einfach nochmal überall checken, ob hier einer mit mir Fragmente vereinen möchte. Das ist aber nicht so. Also ich gucke jetzt hier natürlich nicht jeden Einzelnen in dem Kaff an. Nur so die, die auf dem Weg sind. Hier 200 Rubine einfach mal so für den Arsch, weil wir schon 500 hatten. So, das ist neu. Ein blaues Fragment. Schön. So, nein. Menschenskinders. Ich möchte hier einfach nur weiter, wenn es geht. Komme ich hier durch? Ja. So, hier kann ich nämlich jetzt lang. Und hier nach oben. Na, hier muss ich eventuell als großer Link mal hin tauchen. Das können wir uns ja gleich ansehen. Genau. Ich weiß, das ist eigentlich doof, solange ich die Rubine nicht brauche, hier irgendwie sowas zu machen. Aber weil ich hier wahrscheinlich auch irgendwie bald nicht mehr vorbeikommen werde. Und seht ihr mal, da war eh nichts. Von daher auch völlig egal. Völlig egal. Nächste Folge werden wir auf jeden Fall mal schön Rubine verprassen, bevor wir in den Dungeon gehen. So. Genau hier wollte ich die ganze Zeit hin. Nein, hier waren wir schon mal. Okay, mit dieser totalen Verwirrung verabschiede ich mich an dieser Stelle von euch, liebe Freunde. Und ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder dabei, wenn es heißt Let's Play Zelda Minish Cap mit der Kotelettstanze. Bis dann.